Jemand, der sagt, ich bin Befürworter des BGE, meine Mutter hat 5 Kinder großgezogen und erhält Hartz IV. Da sie nie Zeit hatte, sich um ihre Berufsausbildung zu kümmern, das ist nicht fair. Wir haben aber auch Leute, die dagegen sind. Zum Beispiel sagt hier jemand, ich habe noch kein einziges nachvollziehbares Finanzkonzept gesehen. Und dann haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer in der Internetarchivkiste gekramt und auch geguckt, wie es denn eigentlich innerhalb der grünen Jugend aussieht, ob da dann eigentlich die Stimmung überall gleich ist, und haben etwas gefunden. Und zwar stelle ich jetzt einmal hier oben vor, von dem Jakob Ache, der auch sagt, zum Beispiel Grundeinkommen gerecht ist das nicht. Und zwar ist seine These, dass er eben sagt, das kann eben auch zum Zurücklehnen führen und dass man eben sagt, Moment, ich suche hier gerade rum. Ich habe hier. Das ist ein irrsinnig langer Text, oder? Ja, genau, es ist ein wahnsinnig langer Text. Ja, genau. Und die Gesine lacht schon und sie kennt ihn. Ja, genau. Und jetzt habe ich nämlich die Stelle auch gefunden, die ich vorstellen wollte. Und zwar geht es hier darum, die Einführung eines Grundeinkommens birgt dagegen die Gefahr, dass die Arbeitslosen ruhig gestellt werden, ja, und nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben lassen können. Und da war natürlich auch unsere Frage, Gesine, wie das innerhalb der grünen Jugend diskutiert wird und wie du dazu stehst. Naja, es gibt natürlich wie bei allen anderen politischen Diskussionen auch unterschiedliche Meinungen bei uns, genauso wie es das in der Grünen Partei und allen anderen Parteien auch gibt. Ich glaube, diese Grundeinkommensdiskussion geht ja auch noch mal quer durch alle Parteien. Es gibt ja auch bei der CDU Leute, die das befürworten. Und natürlich war das keine leichte Entscheidung für die grüne Jugend. Und es gibt eben auch Grundeinkommensgegner. Aber ich würde sagen, also der Text von Jakob Ache sagt eben, dass Menschen dadurch ausgegrenzt werden und sozusagen ruhig gestellt werden. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, dadurch entfaltet sich eben auch eine Menge Potenzial von Leuten. Und das ist nicht nur sinnvoll für Leute und macht Leute nicht so kaputt, wie das Erwerbsarbeit heute vielleicht macht, sondern es ist auch sogar noch produktiv und für die Wirtschaft sogar noch gut. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt kommen, der hier im Chat oder bei dir im Twitter aufgekommen ist, nämlich von dem jungen Mann oder jungen Frau, ich weiß es jetzt nicht, die sagte, es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil gegenüber Hartz IV. Vielleicht, Philipp, können wir noch mal ganz kurz den Unterschied erklären. Du setzt dich ja fürs bedingungslose Grundeinkommen auch ein. Wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen Hartz IV und dem bedingungslosen Grundeinkommen? Da war, glaube ich, auch ein bisschen Konfusion im Vorfeld der Sendung im Chat. Vielleicht kannst du das mal versuchen, auf eine Formel zu bringen. Ja, sehr gerne. Also Hartz IV ist ein Grundeinkommen, aber ein bedingungsvolles. Das heißt, es ist an bestimmte Bezugsbedingungen geknüpft. Und es führt letztendlich, wenn man diese Bezugsbedingungen erfüllt, dazu, dass im Status des Hartz-IV-Empfängerseins eigentlich sogar die Aufnahme von weiterer Arbeit behindert wird, dadurch, dass zum Beispiel eine Transferentzugsrate relativ hoch ist, man sehr viel von zusätzlich erwirtschaftetem Einkommen abgeben muss. Das bedingungslose Grundeinkommen wirkt jetzt ganz anders als diese Hartz-IV-Lösung. Und zwar das bedingungslose Grundeinkommen sagt, dass wir an jeden einzelnen Menschen ein Einkommen auszahlen, was erstens ohne Zwang zur Erwerbsarbeit ausgezahlt wird, was zweitens ohne eine Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt wird, was einen individuellen Rechtsanspruch darstellt und in existenzsichernder Höhe garantiert wird. Und das eben für jeden als Grundrecht. Das ist sozusagen die unterschiedliche Wirkungsfunktion. Okay. Es steht jedem zu, unabhängig von seiner sozialen Situation. Wir haben im Vorfeld der Sendung auch eine Reihe von Stimmen gehabt, die nicht ganz sicher waren, wie sie genau diese Ideen, die du gerade beschrieben hast, finden. Zum Beispiel hat uns Sebastian geschrieben. Wo bleiben denn die Anreize, dass jemand arbeitet, einer vergüteten und vor allem steuerpflichtigen Beschäftigung nachgeht? Wenn jeder 800 Euro kriegt, werden doch vor allem bildungsferne Schichten meinen, ihnen reicht das. Sagt Sebastian Kowalke. Da gibt's hier Reaktionen auf der Tribüne. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist ein extrem negatives Menschenbild, was der hat. Weil ich nicht glaube, dass die Leute, die Bildung, also bildungsferne Schichten sozusagen, alle faul auf der Haut liegen, sondern ich glaube, viele Leute wollen sich selbst verwirklichen. Und dazu kann das Grundeinkommen eben eine Chance sein. Also ich glaube nicht, dass man die Leute unterteilen kann in die Leute, die meinetwegen studiert haben. Die sind dann die, die auch unbedingt arbeiten wollen und unbedingt sozusagen die Staatskassen füllen wollen mit ihren Steuern. Und die, die sozusagen bildungsfern sind, die sind dann alle faul und gehen nicht mehr zur Arbeit. Das, glaube ich, ist einfach ein völlig, völlig falsches und negatives Menschenbild, was sich so auch nicht bestätigt, wenn man mal fragt, wer noch arbeiten würde und wer nicht. Jens, siehst du das genauso? Ich hätte die Frage ja nicht gestellt. Also ich sehe das schon so, dass
alle Leute sich selber verwirklichen wollen, das hat mit Bildung überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist aber, in welche Richtung das gelenkt wird. Also ich habe gerade schon mal gesagt, als Programmierer, die fühlen sich manchmal auch so ein bisschen als Künstler, das Ganze so artistisch. Wir machen das zu Teilen aus Spaß und ich würde ganz tolle Dinge tun, wenn ich ein Grundeinkommen hätte. Das Problem ist, von diesen Dingen hätte fast niemand was. Da hätte ich was von und vielleicht meine drei Kumpels, die auch gerne programmieren und das wär's. Momentan programmiere ich halt in der Firma, das macht mir nicht ganz so viel Spaß, deshalb würde ich das dann wohl einstellen. Aber das nützt natürlich viel mehr Leuten, weil ich halt auf diese Weise irgendwie Services für vielleicht 100.000 User bereitstelle und nicht für drei. Ist das ein bisschen verkopft? Ist das so ein bisschen für die Kreativwirtschaft, die froh ist, sich dann den Latte Macchiato lässig neben den Apple zu stellen oder wie auch immer und dann froh ist, dass es dafür 1.500 € jeden Monat gibt? Also ich kenne mich im Programmieren jetzt nicht so aus. Das heißt, ich weiß nicht genau, was man damit jetzt alles machen kann und es irgendwie verwerten kann. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel Familie und Pflege und all solche Dinge sozusagen der Gemeinschaft was bringen und dann eben auch wieder sozusagen den Wert kriegen würden vielleicht, den sie heute haben, aber der heute eigentlich in Geld nicht umgemünzt wird. So, und das ist eben das Problem. Das heißt, es gibt viele Sachen, die einen Wert haben und diesen Wert eben auch monetär im Grundeinkommen dann wiederfinden. Okay, wir wollen ganz kurz mal über diesen Wert reden. Und zwar haben wir hier was ganz Witziges eigentlich gefunden. Dieser Wert ist 1.500 €. Das haben sich Studenten der Freien Kunstschule Hamburg ausgedacht, um aufs Grundeinkommen aufmerksam zu machen. Das hier sind Schecks. Und diese Schecks soll man von Mensch zu Mensch geben. Und weil ich ein guter und engagierter Mensch bin, versuche ich das gleich mal. Wer möchte einen Scheck hier haben? 1.500 €? Ah, da melden sich gleich alle. So, machen wir das mal so, wie es gedacht ist. Wie ist dein Name? Jan Bildhauer. Jan reicht, oder? Bildhauer ist mir jetzt zu lang. Jan, also dann möchte ich jetzt mal hier einen Grundeinkommensscheck von 1.500 € überreichen und frage dich, warte mal, ich hole mir ganz schnell das Mikrofon, damit wir euch auch verstehen, Jan, was du eigentlich als allererstes mit der Kohle jetzt machen würdest. Ja, es wurde hier vom Menschenbild gesprochen, jetzt sag mal. Ja, also ich kann das auf jeden Fall gut gebrauchen. Wofür? Ja, für mich selber zum einen, da ich auf jeden Fall, ich würde sagen, beide Seiten verstehen kann. Also zum einen, was vorhin noch nicht genannt wurde, auch ehrenamtliche Arbeit oder auch sportliche Arbeit, also zum Beispiel Fußballtraining oder sowas, würde natürlich einen ganz anderen Wert bekommen. Gibst du Fußballtraining? Nee, aber ich engagiere mich ehrenamtlich. Du würdest das dann machen, wenn du das Geld hättest? Wenn ich es mehr hätte, dann kann ich mich natürlich noch mehr darauf konzentrieren. Sehr gut. Okay, das halten wir schon mal fest. So, hier wollte noch jemand was haben. Du wolltest was haben? Nee, okay. Ich wollte einen Check, ja. Du wolltest einen Check? Wie heißt du? Michael. Michael? Ich mach da mal Micha raus, ja? Ja, finde ich gut. Alles klar. So, Michael, du kriegst auch noch einen Check von den Studenten der Freien Kunstschule Hamburg. Was machst du jetzt mit der Kohle? Die kommt in meine Spardose. Okay. Wie findest du die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen? Nicht so gut. Warum? Also, naja, ich weiß nicht. Also man muss sagen, also was ich jetzt so hier gehört habe, ich habe mich damit noch nicht so befasst, aber vorhin mal kurz reingeguckt. Und zu sagen, dass die Leute arbeiten erst, wenn sie das Geld haben, das würde ich tun. Ich würde weiterhin arbeiten. Aber ich würde nicht, wenn ich jetzt auch wie ein, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber man kennt das ja, man kennt ja auch Leute aus dem Personenkreis, die denken sich, ja, ein Eurojob, da brauche ich nicht arbeiten, wenn ich Hartz IV viel mehr kriege und genauso 1.000 €. Und 1.000 € ist eine Menge mehr Geld als Hartz IV, das ist Dreifache, glaube ich, oder? Und ja, da würde ich auch nicht anfangen zu arbeiten, weil es dann dreimal so viel. Und was doch vorhin gesagt wurde mit dem Kindergeld, 60.000 Euro pro Jahr, das ist eine gute Summe. Okay, das ist die Meinung von, wie hieß du noch? Micha. Genau. Michael. Wir kommen vielleicht nochmal zusammen heute in der Sendung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Milena geben ins Internet. Ja, im Internet. Da ist es nämlich so, dass heiß diskutiert wird. Also wir freuen uns sehr, die Chatterzahlen nehmen immer weiter zu. Und die Diskussion ist momentan recht ausgeglichen. Conny 143 sagt zum Beispiel hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch 80 Jahre lang nichts tun kann. Jeder hat Familie und oder Hobbys. Also wie sollte man denn auf die Idee kommen, dass da niemand arbeiten gehen soll? Also das nimmt mal sehr stark auf dieses Arbeitsthema Bezug, was wir insgesamt relativ stark gerade in der Diskussion haben. Aber wir haben auch jemanden, der sagt, also der entscheidende Punkt ist ja, dass auch das Grundeinkommen volkswirtschaftlich erwirtschaftet werden muss. Also es ist so momentan eher ausgeglichen in der Stimmung. Und wir freuen uns natürlich auch noch weiterhin über Beteiligung in unserer Abstimmung auf unserer login.zdf.de Seite. Da kann man ja auch noch mal mitentscheiden, was man eigentlich mit seinen 1.000 € im Monat machen würde. Alles klar. Wir haben jetzt in dieser Diskussion viel über die Philosophie geredet, die hinter dieser Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen steht. Jetzt fehlt aber noch einer der Knackpunkte, den ihr in vielen eurer Zuschriften auch drin hattet, nämlich wie wird das Ganze eigentlich finanziert? Und von einer ganzen Reihe von Fragen haben wir stellvertretend die von Jonathan.
Da niemand mehr arbeiten geht, zahlt auch niemand mehr Steuern ein, mit dem das bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden könnte. Das würde, um es mit Herrn Westerwelles Worten zu sagen, in spätrömischer Dekadenz enden. Sie wollen mehr Menschen mit weniger Menschen finanzieren? Wie soll das gehen? Dann stehen wir vor dem Problem, das unser Rentensystem jetzt schon hat. Fragt Jonathan Freischlatt. Gesine, die Frage nach der Finanzierung. Naja, es gäbe ja beim Grundeinkommen immer noch die Erwerbsarbeit. Und es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle fürs Grundeinkommen. Wir haben zum Beispiel gesagt, also ja, fangen wir erstmal anders an. Götz Werner zum Beispiel, das ist ja der Chef der DM-Drogeriekette, der auch fürs bedingungslose Grundeinkommen ist, sagt zum Beispiel, man muss es alles über eine Konsumsteuer machen. Das heißt, es werden im Prinzip alle Steuern eingedämmt, es gibt nur noch die Konsumsteuer. Aber wo würdet ihr es denn machen? In genau, eurem und Vorschlag? Wir würden halt sozusagen ein System vorschlagen, das nicht nur über Konsumsteuer geht, das auch, das heißt, die Mehrwertsteuer würde oder die Konsumsteuer würde erhöht werden, wäre allerdings sozial und ökologisch austariert. Das heißt, man tut auch noch gleich was fürs Klima. Außerdem hat man natürlich eine größere Einkommenssteuer und das nächste wäre eben, dass man auch eine Vermögensteuer wieder einführt. Okay, Jens, du schreibst gerade mit, hast die ganzen Steuern jetzt beisammen. Bist du der Meinung, dass es finanzierbar ist? Ich bin der Meinung, dass es finanzierbar ist. Ja, man kann das irgendwie finanzieren, wenn man das möchte. Ich halte aber von diesen ganzen Mehrwertsteuern, wir fummeln im Mehrwertsteuersystem noch irgendwie extra Features dazu, wie Ökologie und so, sehr wenig. Weil das versucht man ja schon, das endet in solchen Sachen wie, dass die Babywindeln teurer sind als, ich weiß nicht, ob der Kaviar als Lebensmittel zählt, wahrscheinlich schon. Ich denke, da muss man vorsichtiger sein. Man kann sicherlich die Konsumsteuer nehmen, um das Ganze zu finanzieren, aber man sollte nicht versuchen, irgendwie über die Politik herauszufinden, wie viel CO2 steckt in meinem Produkt, wie viel Regenwald steckt in meinem Produkt und so weiter. Das kann man durch andere Sachen viel besser lösen, denke ich. Lena, teilst du das? Ich denke, es mag aktuell finanzierbar sein, aber das Problem ist ja auch, dass wir nicht nur die Folgen absehen müssen, die jetzt direkt entstehen, sondern auch, dass man das Jahrzehnte im Voraus sehen muss. Die Leute, die jetzt arbeiten und die jetzt darüber entscheiden, ob sie trotz Grundeinkommen noch arbeiten oder nicht, sind Leute, die in der Leistungsgesellschaft sozialisiert wurden. Das heißt, sie haben diesen Grundgedanke, ich muss mich bilden, ich muss studieren, ich muss meinen Beruf erlernen, damit aus mir was wird, verinnerlicht, weil der in der Sozialisation von Anfang an so immanent war. Und man muss sich fragen, ob das, wenn man dieses Grundeinkommen hat, ob das dann weiter der Fall ist, weil die Leute ja wissen, dass man auch ohne was erreichen kann. Willst du noch antworten? Also ich glaube, diese Leistungsgesellschaft ist erstmal Teil des Problems. Ja? Das heißt, wir gehen ja heute nicht mehr zur Schule und studieren nicht mehr, weil wir da irgendwie Lust drauf haben und uns selbst verwirklichen wollen, weil wir was dazu lernen wollen, sondern wir gehen zur Schule, weil wir irgendwie vom System oder von den Unternehmen und der Politik eingehämmert bekommen, wenn du was werden willst, dann musst du jetzt was lernen. So. Und ich finde, das ist für mich nicht der Sinn von Bildung, sondern der Sinn von Bildung ist, dass ich mich weiterentwickle und dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. So. Und darum glaube ich ja... Und genau das, und das ist dann wieder sozusagen der Kreis, genau das würde ein Grundeinkommen, glaube ich, auch bringen. Man würde eben nicht mehr in die Schule gehen und sich denken, ach scheiße, das interessiert mich alles überhaupt nicht, sondern man würde sich vielleicht in der Uni die Sachen sozusagen aussuchen, die dann nicht zwangsläufig an irgendeine feste Beschäftigung gekoppelt sind, sondern die einen wirklich interessieren. Und ich glaube, genau dadurch schafft man auch mehr Produktivität. Das ist natürlich jetzt schon ganz bisschen idealistisch, um nicht zu sagen, schon verdammt viel idealistisch. Die Gabriele von euch sieht das vielleicht ein bisschen anders. Hier ist Gabrieles Frage. Was passiert, wenn es mit der Finanzierung Probleme gibt? Kann das Grundeinkommen willkürlich gekürzt werden, wenn die Staatskassen leer sind? Sind die Rechte der Bürger ähnlich wie heute wirklich gesichert? Fragt Gabriele Raschke. Da muss man natürlich bei aller Freude über die neue Idee drauf achten. Da sind verdammt viele Leute im Land, die verdammt hart auf ihr Geld aufpassen müssen und die sich eigentlich keine Spielchen mit dem Staatshaushalt erlauben möchten, oder? Natürlich, das ist ja jetzt schon so. Ich meine, die Staatskassen sind ja jetzt schon nicht besonders voll und das Grundeinkommen würde wahrscheinlich genauso wenig wie alle anderen Sozialleistungssysteme, die wir heute haben, dazu beitragen, dass die Staatskassen voller werden. Ja? Aber ich meine, das ist halt so die Solidarität. Aber ihr müsst euch ja, wenn ihr so ein Konzept macht, müsst ihr euch doch an irgendeinem Punkt mal klar werden, ist das wirklich systemsicher? Funktioniert das auch oder laufen wir dann nicht in 5 Jahren mit dem ganzen Ding gegen die Wand? Und was ist dann mit den Leuten, die nicht genug Geld haben, um diesen System Failure auszugleichen? Naja, ich meine, dass das System vor die Wand läuft, das sieht man ja jetzt schon. Aber es riecht ja immer noch.
Es trägt noch, ja, muss man halt gucken, wie lange das noch trägt. Und ich glaube, dass ein Grundeinkommen schon auch für die Zukunft bereit ist, weil es immer, weil immer dadurch, dass man das Einkommen, das Grundeinkommen bereitstellt, wird auch Produktivität erzeugt, die auch wieder sozusagen Erwerbsarbeit und andere Arbeit schafft. Und dadurch ist es auf jeden Fall zukunftsfähig, glaube ich. Milena, sehen das unsere Fans, unsere User im Chat ganz genauso? Unsere Fans, ja.